Magnetenkiste diesmal auf eine etwas andere Art und Weise. Und zwar versuchen wir diesmal, das Video so wenig wie möglich zu schneiden und es ein wenig lockerer zu gestalten. Weil wir nämlich beide nicht so viel Zeit haben gerade. Ja, genau. So, geht los. News aus Duisburg. Es ist niemand im Pott. Ich habe mein Zimmer umgestellt. Und ich habe bald Prüfungen und deswegen habe ich kaum Zeit. Die Xuxu muss heute zum Tierarzt. Der Center Shop hat einen neuen Standventilator im Verkauf. Nächste Woche kommt Harry Potter 6 endlich in die Kinos. Yeah. Und wir gehen mit 19 Leuten. Ich kann jetzt fast schon Barré-Griffe auf Gitarre. Wo sonst? Egal. Meine Eltern sind heute Nacht in den Urlaub gefahren. Ich musste sie zum Flughafen fahren um 3 Uhr nachts. Es war sehr, sehr anstrengend. Aber jetzt habe ich 2 Wochen lang das Auto von meinem Papa. Ja. Und ich habe bald, also wahrscheinlich so in 6 Wochen, einen Nebenjob bei der Lebenshilfe Duisburg. Und endlich verdiene ich ein bisschen mehr Geld. Am Innenhafen in Duisburg hat's gebrannt. Ja. News aus dem Kühlschrank. Die Zitronen flirten mit den Tomaten. News aus aller Welt. Nix los woanders. Neues aus der Knetenkiste. Achso, ja, Emmy, ich habe mal dein Zimmer ein bisschen umgestellt. Ich werde das gleich in die Kamera halten, damit du auch Platz hast für einen Meerschweinchenkäfig. Also es ist alles kein Problem. Du hast dir ganz umsonst Sorgen gemacht. Es passt alles. Perfekt. Und Toni hatte diese Schmerzen am Arm unter der Achsel, weil Toni nämlich, glaube ich, 3 Stunden, 4 Stunden Telefon hat. Oh, das Telefon! In der letzten Woche beim musikalischen Rätsel war Was das? Gab es einen dezenten Hinweis im Hintergrund auf einem Notenständer von diesem Stück Gavotta Choro von Heitor Villa-Lobos, dessen Todestag sich nun zum 50. Mal jährt. Ein C war nicht dabei. Also Toni hatte auf jeden Fall Schmerzen in der Achsel, weil Toni bestimmt in Darmstadt 5 Stunden mindestens Armdrücken gemacht hat und mit allen möglichen Leuten. Beweisfotos folgen. Ja. Gut. Oh, und wir grüßen Olafs Mama. Hallo. Hallo. Gut. Achso, und ihr müsst sparen, ganz klar, damit ihr endlich mal nach Duisburg kommen könnt. Oder beziehungsweise in den Pott. So teuer ist das auch nicht. Nee. Olive war noch nie hier und das geht eigentlich nicht. Das stimmt. Und mit Mitfahrgelegenheit kann man eigentlich immer ganz billig davon. So. Ja. Ja. So. Kommen wir nun zu den Fragen für Olives und Emmys nächsten Vlog. Nee, nee, nee. Nein? Wir müssen erst die Fragen beantworten. Achso. Ja, es wird ja sehr improvisationsmäßig, weil wir haben uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also die erste Frage ist, warum ist der Pott so weit weg von Tübingen? Ich finde, wir sollten hier umstellen, warum ist Tübingen so weit weg von Pott? Oder also, wir erklären das einfach wie Olive, weil nämlich Tübingen da ist und der Pott ist da. Warum trinken Emmy und Lea den Wein nicht, obwohl die Flasche voll ist? Also ich würde sagen, weil sie keinen Korkzieher gefunden haben. Das ist eine recht gute Überlegung. Oder weil es noch zu früh war. Vielleicht war es erst 12 Uhr mittags und sie hat ein schlechtes Gewissen, um die Zeit schon Wein zu trinken. Ja, möglicherweise. Okay, was ist ein Eierstab? Oh, da haben wir uns eine Antwort überlegt. Ja. Und zwar, Berti? Ein Eierstab ist das, worüber Betrunkene reden, wenn sie das Wort Eierstock nicht mehr richtig peilen. Oder Männer. Weil Männer peilen bestimmt auch nicht das Wort Eierstock und reden dann vom Eierstab. Wir reden von der weiblichen Anatomie. Genau. Gut. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Warum liebt ihr Leas Nachbarin? Wir haben uns überlegt, bestimmt, weil sie so lieb ist und euch Kuchen gebracht hat. Oder Kekse. Oder vielleicht hat sie die Post hochgebracht. Oder sie beschwert sich nie, wenn Partys sind. Oder vielleicht hat sie auch... Lisa! Percy! Ich wollte auch mal was schreien. Hä? Welches Lied hört Emmy in ihrem Kopf? Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Was macht eigentlich, oh Scheiße, was macht eigentlich die Glykogenphosphorie?
ich kann es nicht mehr lesen. Glykogenphosphorylase-Kinase. PB, das bedeutet Paderborn und paranoide Besucher, bei Katrin vor allem. Das sind, ich glaube, die Leute, die sonst so hier hinkommen. Also die, die eigentlich so auch Harry Potter spielen, aber dann sind die irgendwie wieder normal. Das ist, bin auch einfach paranoid. Ja, wer ist euer Sohn? Gute Frage. Also ich meine, wollt ihr jetzt wissen, wer die PB ist, oder wollt ihr einfach nur so wissen, wer euer Sohn ist? Ich denke, ihr wisst ja, wer euer Sohn ist. Ist das Theo oder not? Wer jetzt die PB ist, wissen wir leider auch nicht, aber wir werden uns mal rumhören und vielleicht kriegt ihr ja nächste Woche darauf eine Antwort. Okay, und jetzt kommt die geilste Frage. Super, ja, ich lese jetzt vor. Okay. Olles Frage. Ich lese sie nochmal langsam vor, weil bei Olles war das sehr holprig. Wie sieht es eigentlich versicherungstechnisch aus, wenn eine Geisel am Steuer des eigenen Wagens einen Unfall hat? Eine Geisel, die gegeiselt wurde, die kann ja dann in der Zeit nicht arbeiten gehen. Also sagen wir mal, sie wurde zu Arbeitszeiten und nicht im Urlaub gegeißelt. Kriegt sie das jetzt bezahlt oder nicht bezahlt, die Zeit? Oder wird das als Urlaub angerechnet und entsprechend Urlaubstage abgezogen? Oder ist das irgendwas außendienstlich? Ordentlich. Oder? Ach ja. Oder ist das irgendwas außendienstliches, ordentliches Dings da? Also, falls das mal einer von euch wüsste, das hätte ich gerne mal beantwortet. Ja. Ja, Toms beantwortet das hier. okay, also ich denke, die Geisel ist trotzdem versichert, weil, also vorausgesetzt, sie hat überhaupt eine Versicherung abgeschlossen, aber ich denke, das hat ja jeder irgendwo, wenn er ein Auto hat, muss er, ja, glaube ich. Und ich denke mal schon, dass die Geisel dann auch versichert ist, weil warum sollte bei sowas die Versicherung aufgehoben werden? Ich glaube, da gibt es bestimmt dann irgendwie so eine Sonderregelung. Vielleicht ist das ja sowas wie Krankheit. Ich frage mal meinen Bruder, der arbeitet beim Ordnungsamt. Vielleicht weiß er das ja. Ja, das ist gut. Das machen wir mal. Okay, so kommen wir jetzt zu den Fragen für euch. Ja. Yeah. Ich fange an, ne? Ja. Warum ist Emmys Video teilweise so verschwommen? Wofür ist Kusterdingen berühmt? Warum nimmt Olive kein Klopapier mit auf die einsame Insel? Und warum ist Olives Video teilweise so leise? Warum gibt es in Freiburg so viele Gewitter? Kingsley sagt nämlich, Freiburg ist Gewitterstadt. Mhm. Was passiert, wenn man Tomaten und Zitronen miteinander kreuzt? Warum schaut Hermine auf dem Kalender von Harry Potter, also dieses große, dicke Ding, das da mal eben... Zeigen das gleich da rein. Wir zeigen das gleich. Auf jeden Fall, warum schaut Hermine da so traurig? Was ist denn das für eine Szene? War was das? Warum heißt Space Burger Space Burger? Die Frage ist übrigens von dem wir alle grüßen. Nein! Oh, Berti! Jetzt habe ich den Namen gesagt. Wir machen Piep drüber. Von dem Typ mit der Bierflasche, mit der Glatze hier. Das ist seine Frage. Warum heißt Space Burgers Space Burgers? Genau. Und gibt es da auch Alien Burger? Und wenn ja, aus was sind die gemacht? Warum ist Sirius so müde? Und warum spielt der neue Harry nicht? 4 Tage. Er ist jetzt für 6 Tage bestimmt schon angemeldet oder 5. Und er hat noch nicht einmal gespielt. Du bist ein Zweitkarer, wir wissen das ganz genau. Und wenn du das siehst, spiel. Genau, das ist immer noch nicht meine Freundschaftseinladung. Meine auch und die nicht. Von James auch nicht. Das ist dein Vater. Genau. Wir sind dein Vater. Okay. Gut, das war's. So, kommen wir nun zum Wetter. Du musst aufstehen, glaube ich. Ich muss aufstehen? Ja, du musst näher ran, sonst okay. Ich Wetter. Schnell, keine Zeit. Also Sonne überall in Deutschland fast. Hier unten schwül und Nebel hier. Freiburg, Gewitter ganz viel. Oh, Gewitter, oh. 35, 40, 30, 35 Grad. Pott, 20 Grad, super geil. Angenehm. Ab und zu mal Gewitter, aber hauptsächlich Sonne. Und passt, Ende. Das Wetter wurde präsentiert von 20 Euro.